Clooney-Firma will FC Malaga kaufen. Wie die Sporttageszeitung AS berichtet, will die Mediengruppe von Schauspielstar George Clooney den FC Malaga übernehmen. Antonio Aguilera, Präsident der Vereinigung der Kleinanleger des FC Malaga, bestätigte das Interesse der amerikanischen Firma. Der jetzige Eigentümer aus Katar, Abdullah Al Thani, soll für seine Anteile 100 Millionen Euro gefordert haben. Keller verurteilt Hetzplakat. DFB-Präsident Fritz Keller reagiert mit Entsetzen auf den Banner-Eklat beim Spiel in Gladbach. Das mit diesem Fadenkreuz ist meines Erachtens eine versteckte Morddrohung. Das geht auf keinen Fall. Wenn wir das sehen und den Vorfall in Hanau, wissen wir, dass in unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt, sagte der 62-Jährige der Bild. Keller hätte auch einen kompletten Spielabbruch nicht verurteilt. Wenn die Plakate nicht eingerollt und das Vermummungsverbot nicht aufgehoben worden wäre, wäre auch ein Abbruch denkbar gewesen, sagte der gebürtige Freiburger. Die Polizei hingegen hat seiner Meinung nach alles richtig gemacht, denn ein Eingriff wäre für ihn eine komplette Katastrophe gewesen. Ich halte nichts davon, mit Polizeikräften da reinzumarschieren, sagte Keller. Infantino lobt Katar. Gianni Infantino ist von den Vorbereitungen für die WM 2022 begeistert. Sie sind so weit wie kein Gastgeber jemals zuvor. Katar will die Welt verzaubern und ist auf einem guten Weg, dieses Ziel auch zu erreichen, sagte der FIFA-Präsident. Laut dem 49-Jährigen könnte diese WM-Teilnahme für das Gastgeberland auch eine große Chance sein. Sie wird die Türen in eine fußballverrückte Region öffnen, den Einheimischen und Besuchern neue Perspektiven bieten und die Menschen zusammenführen, erklärte Infantino. Die WM wird am 21. November 2022 eröffnet und endet 6 Tage vor Heiligabend. Ehrmann will Kaiserslautern verklagen. Gary Ehrmann will nach seiner Entlassung beim 1. FC Kaiserslautern den Verein verklagen. Dabei möchte der ehemalige Torwart gegen die schweren Vorwürfe vorgehen, welche sein ehemaliger Club gegen ihn erhob. So unterstellten die Verantwortlichen ihm, dass er einige Leute im Verein massiv beleidigt habe. Zudem soll es immer wieder seinerseits zu Arbeitsverweigerungen gekommen sein. Ich bin geschockt und traurig, dass das jetzt solche Ausmaße angenommen hat. Das lasse ich mir nicht gefallen. Jetzt ist das eine Sache für die Anwälte, sagte der 61-Jährige bei Sport1.